Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die Neuerscheinungen für den November 2021 vorstellen. Das wird das vorletzte Video der Neuerscheinungen für dieses Jahr werden, was ich schon wieder sehr erstaunlich finde. Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen für den November suchen, was mich persönlich interessiert. Ich habe jetzt ein paar Bücher gefunden, die ich euch gerne vorstellen würde. Und ich würde auch direkt mit dem ersten Buch starten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welche Bücher ihr euch im November schon freut. Und wahrscheinlich ist ja das eine oder andere Buch dabei, was ich gar nicht auf dem Schirm habe und dann noch auf meine Liste dazusetzen kann. Das erste Buch ist auf jeden Fall aus dem neuen Imprint Verlag vom Oetchinger Verlag. Und zwar der Moon Notes Verlag. Irgendwie habe ich heute Sprachstörungen. Es geht nämlich um Cards of Love. Die Mafia des Todes von Nena Tramontani, das erscheint am 6. November. Und ja, es ist ein Fantasy-Buch. Es ist ein erster Band einer Dilogie, soweit ich weiß. Und in dem Buch geht es um Giulietta, die gerade mit ihrer Schule fertig ist und jetzt gar nicht genau weiß, was sie überhaupt mit ihrem Leben anfangen soll. Sie weiß aber, dass sie sehr, sehr viel Spaß daran hat, am Tarotkarten legen. Und dann ist es aber auch so, dass ihr Vater auf eine sehr unerklärliche Weise einen Unfall hat in Venedig, genau in der Stadt, vor der er sie immer gewarnt hat, dass sie dort niemals hingehen soll. Naja, jetzt nachdem sie niemand mehr warnen kann, zieht sie eben nach Venedig und wohnt dann in dem Hotel ihres Onkels Vincenzo. Genau. Und dort merkt sie, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dort gibt es seltsame Schauspieler, die ein sehr großes Interesse daran haben, an ihrer Tarotkartenkunst. Und dann gibt es noch einen mysteriösen jungen Mann, der Malvolio heißt und der ihr irgendwie einfach so seine Hilfe anbietet. Und was es mit den ganzen Menschen auf sich hat und warum sie nicht nach Venedig soll und mit dem Tarotkartenlegen. Ich bin gespannt, was es damit auf sich haben soll. Ich finde Tarotkartenlegen ja irgendwie interessant. Ich beschäftige mich damit ehrlich gesagt nicht, aber in Büchern finde ich das irgendwie total interessant. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Und da mir ja die Soho Love-Reihe von der Autorin, also Nena Tramontani, sehr gut gefallen hat, bin ich sehr gespannt, wie sie Fantasy schreibt. Ich weiß, dass sie bereits eine Reihe auf jeden Fall geschrieben hat. Die habe ich aber nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber ich freue mich auf Cards of Love. Das ist, wie gesagt, der erste Band einer Dilogie, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall erscheint noch ein zweiter Band. Dann erscheint erstmal ein paar Tage lang nichts. Und als nächstes habe ich auf meiner Liste stehen The Sky in Your Eyes von Kira Moon. Erscheint am 16.11. im KISS Verlag. Ist auch der erste Band einer Trilogie. Ich glaube aber, dass die Bücher nicht zusammenhängen, sondern dass sich die Personen einfach wieder kennen. Also eine, ja, dafür gibt es einen Namen, den ich jetzt gerade nicht, einen Begriff, den ich jetzt gerade nicht weiß. In dem Buch geht es um Elin, die allein am Strand unterm endlosen Sternenhimmel ist und dabei fast vergessen hat, was ihr Ex-Freund über sie gesagt hat. Über sie und ihr Gewicht. Das löst natürlich in ihr sehr große Selbstzweifel hervor und dann trifft sie bei einem Kochkurs auf John, keine Ahnung, wie er heißt. Und sie findet ihn von Anfang an ganz, ganz toll und er entzeigt auch Interesse an ihr. Aber als er sie dann berührt, zuckt sie jedes Mal zusammen, weil sie halt eben diese großen Selbstzweifel hat, die ihr Ex-Freund ihr vermutlich auch hinzugefügt hat. Also in dem Buch geht es halt eben um Bodyshaming und Selbstzweifel, so ein bisschen sehr, sehr interessantes Thema. Ich bin sehr gespannt, wie Kira Moon schreibt. Ich weiß, dass es einige Reihen von ihr gibt, aber ich persönlich habe eben noch nichts von ihr gelesen, weil mich nichts so sehr angesprochen hat wie dieses Buch irgendwie. Vielleicht war es auch einfach der Klappentext und der Punkt, dass es in Island spielt und ich das Setting einfach total cool finde. Keine Ahnung, ich möchte das Buch auf jeden Fall lesen. Ich habe es nämlich auch schon vorbestellt und freue mich darauf, wenn das Buch dann bei mir eintrudeln wird. Und eigentlich würde ich es auch sehr gerne dann direkt lesen. Ob das dann funktioniert, werde ich dann sehen, wenn das Buch hier ist. Und dann habe ich mittendrin einmal eine Fortsetzung, zu der ich gar nicht so viel sagen kann, weil es ein dritter Band und ein Finale einer Trilogie ist. Und es geht um das Klang des Feuers, der Klang des Feuers von C.E. Bernard. Es erscheint am 22. November, ist wie gesagt ein dritter und finaler Band. In dem Buch oder in der Reihe geht es eben um sehr verschiedene Menschen, unter anderem eine Badin und einen Wanderer, die irgendwie auf Mission sind. Ich kann diese Reihe super, super schlecht zusammenfassen, weil das, was ich erzählen würde, würde niemals
erzählen, um was es in diesem Buch geht, aber ich kann auch nicht zu viel erzählen, weil es sonst einfach zu sehr spoilern würde. Auf jeden Fall sind diese Menschen auf einer Mission unterwegs und haben etwas vor und stehen dann immer mal wieder vor großen Hindernissen und sie erfahren etwas und dann, ja, geht das Ganze eben so weiter. Also ein ganz großes Abenteuer und ich mag die Reihe bisher sehr gerne. Es ist ehrlich gesagt nicht meine liebste Reihe, aber ich lese es sehr, sehr gerne. Es ist irgendwie super, super fesselnd und dann tauchen immer wieder Dinge auf, mit denen man nicht so wirklich gerechnet hat. Also ich zumindest nicht. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Leser, der sich super, super viele Gedanken während dem Lesen macht und Theorien aufstellt. Deswegen vielleicht würde man da ein bisschen was schon vorhersehen können, aber ich persönlich kann es halt eben nicht, weil ich mich da nicht drauf konzentriere. Genau, das war eigentlich das, was ich zu dem Buch zu erzählen kann aktuell. Das nächste Buch erscheint am 24.11. und zwar Like Water in Your Hands von Mavis Soheil. Es tut mir sehr leid, ich kann manchmal meinen Namen einfach nicht aussprechen oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Falls es jemand besser weiß, schreibt es mir in die Kommentare. In dem Buch geht es auf jeden Fall um die 19-jährige Studentin Ava, die für ihr Studium nach Wien zieht. Und statt Freundschaften zu knüpfen, zieht sie sich einfach sehr zurück, isoliert sich eigentlich auch schon, ist nur eigentlich mit ihrer Kunst beschäftigt und meidet den Kontakt mit fremden Menschen. Das Ganze ändert sich dann, als sie auf Tariq trifft und der in ihr Gefühle weckt, von denen sie bisher noch gar nichts geahnt hat. Doch auch Tariq hat so seine Probleme und kämpft mit seinen eigenen Dämonen. Denn er möchte die Tradition seiner Familie irgendwie aufrechterhalten, aber er möchte auch gerne seine Freiheit haben. Und die beiden kommen sich dann eben ein bisschen näher und dann müssen sie halt schauen, wie sie die Tradition, ihre Liebe und alles irgendwie vereinbaren können, damit sie zufrieden sind. Und was dann mit der Familie ist, werden wir dann sehen, wie sie sich da irgendwie einigen können. Sie müssen sich auf jeden Fall mit einigen Dingen auseinandersetzen. Klingt super, super spannend. Ist auch, glaube ich, das Debüt der Autorin, soweit ich weiß. Und ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich glaube, das wird auch eine Trilogie. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber es hörte sich erstmal so ganz interessant an. Ich warte erstmal ein paar Rezensionen, glaube ich, ab oder ein paar Meinungen einfach ab und höre mir an, wie denen das gefällt. Und dann schaue ich mal weiter, ob ich mir das Buch auch kaufen möchte. Vielleicht gibt es das auch irgendwann bei meiner Bibliothek, dann werde ich es mir dort ausleihen. Aber es hat jetzt erstmal keine so hohe Priorität, aber ich fand es erstmal irgendwie ganz interessant. Ich komme so langsam ein bisschen weg von dem Punkt, wo die Protagonisten so jung sind, weil das irgendwie von mir so weit entfernt ist vom Alter schon. Also was heißt so weit, aber schon weiter entfernt ist. Und dann kann ich mich damit nicht mehr so richtig identifizieren. Deswegen mal gucken, ob ich das Buch lesen werde. Oder vielleicht gibt es es auch als Hörbuch, dass ich dann irgendwann mal höre. Keine Ahnung, wie ich das dann machen werde. Dann schmeiße ich einfach nochmal einen weiterführenden Titel rein. Und zwar auch ein dritter Teil und einen Finale. Es geht um Kasadim, Jenseits der tanzenden Nebel von Julia Dippel. Das Buch erscheint am 25.11. und ja, ist eben ein dritter Band und auch hier fällt es mir super, super schwer, irgendwie das Buch zusammenzufassen. Ich habe bisher nur den ersten Band gelesen, habe mir den dritten Band aber schon vorbestellt. Den zweiten Band habe ich schon seit fast einem Jahr hier zu Hause und ich möchte das auf jeden Fall jetzt demnächst lesen im November, damit ich dann anschließend auch den dritten Band lesen kann, wenn er bei mir ankommt. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um Amaya, die zum 8. Mal 16 wird oder so. Da ist es nämlich so, dass sie eben 1x1 wird, 2x2, 3x3 und in dem Fall dann auch 16x16. Dementsprechend altert sie eben auch anders als die Menschen. Und das fällt ihr dann auch so nach und nach auf. Und alle Fragen, die sie aber ihren Eltern stellt, werden irgendwie abgewiesen. Und ja, eines Tages taucht dann eben ihr Vater und ihre Brüder mit einem jungen Mann auf, einem Gefangenen, und zwar Noah. Und Noah gibt etwas preis, was die Welt aller Familienmitglieder auf den Kopf stellt. Ich glaube, dabei belasse ich es einfach mal, damit ich nicht zu viel verrate. Auf jeden Fall passiert da noch einiges mehr schon allein im ersten Band. Wie gesagt, den zweiten Band habe ich noch nicht gelesen, aber ich liebe Julia Dippel und ehrlich gesagt
Habe ich mir Kassadin 2 auch so ein kleines bisschen aufgehoben, damit ich dann irgendwann noch ein bisschen was von Julia Dippel zu lesen habe? Weil ich habe nämlich dann nur noch Band 2 und Band 3 von Kassadin. Bis nächstes Jahr im Sommer, glaube ich, dann Band 2 von Belial erscheinen soll. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist das so angedacht. Ob das dann so ist, weiß ich nicht ganz genau. Und ich danach nicht weiß, wann es ein neues Buch von Julia Dippel geben wird. Deswegen hebe ich mir das alles so ein bisschen auf, wobei ich ja auch gerne noch die Isara-Reihe rereaden möchte nächstes Jahr. Aber das einmal zu Kassadin und dann machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das Buch heißt The Dream of Us von Ivy Kasi. Erscheint am 26.11. In dem Buch geht es um July Summers, die Cheerleaderin ist und zwar auch eine ziemlich, ziemlich gute. Und sie hat einen Traum und zwar möchte sie in ein Top-Team eines NHL-Teams Cheerleaderin sein. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Text sagt, angefangen habe. Auf jeden Fall möchte sie eine sehr gute Stelle als Cheerleaderin haben. Und es gibt aber eine Regel, wenn man einen aus dem Team datet, fliegt man eben raus. Das war für sie bis zu dem Zeitpunkt auch gar kein Problem, bis sie eben auf den neuen Quarterback Andrew trifft. Und ja, da sich irgendwas so zwischen den beiden anbahnt, da irgendwie so eine Anziehung zwischen den beiden ist. Und jetzt, da müssen sie halt eben gucken, wie sie mit dem Ganzen umgehen und ja, ob ihr Traum von der Cheerleaderin vielleicht doch geplatzt ist und sie in ein anderes Team gehen muss, um die Liebe zu Andrew aufrechtzuerhalten oder wie sie sich einigen werden. Ich habe keine Ahnung, das werde ich herausfinden, wenn ich das Buch lese. Mal gucken, ob ich es lesen werde, ob ich es hören werde. Vielleicht leihe ich es mir auch irgendwie aus. Auch das hat erstmal irgendwie keine so hohe Priorität, wenn ich ehrlich bin. Dann geht es weiter mit einem neuen Buch von Morgane Moncomble und zwar Still With You. Und das erscheint am 26.11. In dem geht es um Zwillingsschwester und zwar um Amelia und Lara. Und die beiden haben bisher alles gemeinsam gemacht und auch ihre Leidenschaft für Akrobatik geteilt. Nun ist es aber so, dass Amelia sich so langsam gegen Ende ihres Highschool-Abschlusses von Lara distanziert. Und ja, Lara versucht aber ihre Leidenschaft, also die Akrobatik, zum Beruf zu machen. Und trainiert dafür dann halt eben. Amelia ist dabei aber irgendwie nicht mehr ganz so drin und deswegen ist es an Lara, sich einen neuen Partner zum Trainieren auszusuchen. Sie trifft dann die Entscheidung oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird es dann ihr Klassenkamerad und Nachbar Casey, der zudem auch noch ihr Herz schneller schlagen lässt. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Zwillingsschwestern vielleicht wieder irgendwie zusammenraufen werden. Warum Amelia sich von Lara distanziert und auch von der Leidenschaft der Akrobatik, die sie ja bis zu dem Zeitpunkt auch geteilt haben, und was da zwischen Casey und Lara passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich mochte ja Bad at Love von Morgane Moncomble unfassbar gerne. Weiteres habe ich bisher von ihr noch nicht gelesen, habe aber von allen Büchern eigentlich auch recht viel Gutes gehört, muss ich sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Buch. Und ich glaube, da wird auch mindestens noch ein zweiter Teil erscheinen, bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Drei Bücher habe ich noch für euch, unter anderem Heartbreak Boys von Simon James Green. Auch das erscheint am 26.11. In dem Buch geht es um Jack und Nate. Und für die beiden soll der Brom etwas ganz Besonderes sein. Nur ist es aber eben so, dass sie herausfinden, dass ihre beiden festen Freunde eine Affäre haben. Und somit sind Jack und Nate am Ende des Abends Single und ihre Ex-Freunde ein Paar. Und die Ex-Freunde starten dann aber auch eben irgendwie einen Instagram-Kanal und zelebrieren das Ganze und so beschließen dann eben Jack und Nate zum Gegenschlag auszuholen unter dem Namen The Heartbreak Boys und damit schlittern sie von der einen kuriosen Situation in die andere kuriose Situation und irgendwas wird sich zwischen den beiden vermutlich verändern. Ich bin sehr gespannt, was da noch passieren wird. Ich finde es übrigens sehr cool, dass es wieder eine Male-Male-Romance-Geschichte ist. Ich habe ehrlich gesagt in die Richtung schon ein paar mehr gelesen, aber in eine Female-Female-Richtung noch nicht so viel. Vielleicht kommt da nächstes Jahr im Lux Verlag oder im Bastel-Lübbe Verlag noch ein bisschen mehr auf uns zu. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich finde es cool, dass es wenigstens inzwischen mehr Geschichten gibt, die eben auch homosexuelle Liebe eben behandeln und das als etwas sehr Normales, was es ja eigentlich auch sein sollte, zelebrieren. Und das finde ich sehr cool. Ja,
Auch ein Buch, was ich mir näher anschauen möchte, wird bei mir wahrscheinlich nicht einziehen. Ich werde es vielleicht irgendwie als E-Book lesen oder so. Aber das schaue ich dann. Ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr interessant. Ich glaube aber auch, dass das wieder sehr ein Buch ist, was gut für jüngere Leser gedacht ist, weil ich glaube, die sind ja auch noch nicht ganz so alt. Und dann habe ich eigentlich auch nur noch zwei Fortsetzungen, zu denen ich gar nicht so extrem viel sagen kann. Unter anderem Die Krone der Dunkelheit, Götterdämmerung von Laura Kneidel, was am 28.11. erscheint. Ich bin so froh, dass jetzt endlich der dritte Band erscheint. Ich hatte nämlich seit jetzt fast 3 Jahren den ersten Band hier rumfliegen. Den habe ich ja im August dann gelesen. Den zweiten Band werde ich mir in der Onleihe ausleihen und lesen. Und den dritten Band dann auch irgendwann lesen, mir als E-Book kaufen. Vielleicht gibt es ihn auch irgendwann in der Onleihe oder in der Bibliothek, keine Ahnung. Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch irgendwann lesen. Aber ich bin sehr froh, dass die Reihe dann auch endlich abgeschlossen ist, weil es war ja ein kleines Hin und Her mit der Reihe. Es waren 3 Bücher, glaube ich, erstmal angedacht. Dann hieß es, es gibt einen vierten Band. Und dann hieß es doch, ach nee, wir machen doch nur 3 Bände und es hat sich so in die Länge gezogen und in der Zwischenzeit sind so viele andere Bücher von Laura Kneidel erschienen, aber eben nie der dritte Band von Die Krone der Dunkelheit. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich glaube, darüber freuen sich sehr, sehr viele, muss ich sagen. Und der letzte Band ist, oder das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist eine Fortsetzung ebenfalls und zwar Der Lotuskrieg, Kinslayer von Jael Christoph. Das erscheint am 30.11. im Crosscult. Verlag, Crosscult Verlag, Crosscult Verlag. Ja, ich habe den ersten Mal noch nicht gelesen. Ich kann euch auch nicht genau zusammenfassen, worum es geht. Es geht auf jeden Fall irgendwie um eine Protagonistin, die irgendein Wesen suchen muss, was aber, glaube ich, irgendwie gefährlich ist, dann aber mit ihrem Vater unterwegs ist, um das eben zu suchen, dann getrennt wird von ihm und auf dieses Wesen eben trifft und dann irgendwie wie so eine Freundschaft schließen. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ist, glaube ich, sehr grob zusammengefasst, was in dem Klappentext oder generell in dem Buch passieren wird. Ja, den ersten Band habe ich hier zu Hause, habe ich aber, wie gesagt, noch nicht gelesen. Habe aber eigentlich auch Gutes über das Buch gehört, deswegen bin ich sehr neugierig darauf. Mal gucken, wann ich dazu greifen werde. Und dann werde ich bestimmt auch Kinslayer auch lesen. Aber das dauert, wie gesagt, einfach noch ein kleines bisschen. Das sind die Bücher, die ich mir jetzt für den November notiert habe. Ich bin gespannt, welche Bücher ihr noch auf dem Schirm habt und mir in die Kommentare schreibt. Und ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel dazu erzählen, denn mehr habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr zu erzählen, weil ich euch alle Bücher vorgestellt habe. Deswegen beende ich das Video einfach an der Stelle und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!